Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Die der Liebe und Dämon besiegt rein ins verlorene Izali. Das ist der Plan. Vorerst. Den Feuerdämon holen wir uns natürlich auch noch irgendwann. Vielleicht schon am Ende dieser Folge mal gucken. Hier gibt es natürlich noch das eine oder andere, was wir erledigen müssen. Weißt du, was zu finden gibt es? Was wir uns erspart haben, ist auf jeden Fall das Laufen durch einen See voll Lava. Und wie gesagt, das ist wobei, wenn ich mich richtig entsinne, weiß ich ja schon, welcher Bosskampf hier auf dem ist. Das hatte ich nicht mehr im Sinn. Auf uns wartet nämlich der Baum. Was bist du denn? Ich kenne dich ja überhaupt nicht mehr. Gut. Jetzt haben wir nicht, ich muss. Ich will da nicht runter. Ist er, irgendwie sieht er ja niedlich aus, muss ich ja zugeben. Also, nur wenn er da so seinen Äuglein guckt. Oh. Ach, jetzt wirklich? Ich will da nicht runter. Ach. Erstmal muss ich mich heilen. Das ist safe. Und wenn ich da jetzt reinspringe in das Ding da oben, ist da wie ein Häcksler. Da ich da. Musst du mich auch bitte wieder aus? Bin ich verdaulich. Oh, vergiftet werde ich auch. Ja, super. Waffe in Gefahr jetzt nicht. Ich arbeite mit Säure, jetzt mein Loch noch zerbrochen. Na gut, dass sie trotzdem Schaden macht. Scheint aber dann ein Fehler zu sein. Oh nein! Ach, wieder ein Häcksler. Oh, der Bogen ist okay. Und meine... Pyro-Anschluss ist auch zerbrochen. Und ich habe keine Wahl. Ich muss hier einmal den rostigen Eisenring anlegen. Damit ich hier vernünftig laufen kann. Das Gift lassen wir mal, ich werde sowieso wieder selbst vergiftet. Ein roter Brocken. Eine Seele eines Ritters. Und grüne Scherbe. Da lang scheint es nicht zu gehen, da lang auch nicht, dann bleibt mir nur der Weg. Hi. Okay, jetzt die nächste Waffe zerbrochen. Das war nicht meine. Ein roter Bron. Wenn ich die benutze. Da geht's tief runter. Da geht's auch sehr tief runter. Da geht's nicht weiter. Da ist eine Kiste. Möglicherweise eine Mimik. Eine Mimik. Gut, dann machen wir ab hier. Eine rote Scholle. Auch gut. Weiße, rote. Nehme ich alles.
Da geht's auch nur wieder runter. Hier ist auch nichts. Da bin ich hier hinter, okay. Ach, hier geht's rauf. Genau rechtzeitig. Na gut, ich bin natürlich etwas langsamer, weil ich ja jetzt auch eine hohe Belastung drin habe. Aber jetzt können wir auch wieder den Havelring reinsetzen und dann geht das wieder. Oh, bist du runtergegangen. Hast du dich ein bisschen verschätzt, Kollege. Er hat sich verschätzt und ich finde den Ausgang trotzdem nicht. Aha. Nee, so läuft er nicht. Okay, dann haben wir erstmal keine andere Wahl. Ich benutze den Heimkehrknochen. Ich weiß, dass es irgendwie noch anders rausgeht. Aber ich muss reparieren, ich muss aufleveln. Ich will dann jetzt irgendwie lesen. Das ist die erste Kondition wie gehabt. Dann einmal hier Ausrüstung reparieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir einfach mal alles reparieren können. Ein Schlag. So, dann brauche ich gleich 10.000. 14.000, um noch ein Level zu kriegen. Das machen wir aber. Und zwar Stolzer Krieger müssten 12.000 sein, wenn ich alle vier benutze. Und dann fehlen noch der normale Krieger. 2-mal. Weil einmal ist, glaube ich, zu wenig. Abermal ist er in Kondition. So, das heißt, wir können jetzt bis auf 60 Gewicht drauf, 61 sogar. Das heißt, wir können Abels Leuten ansetzen und dann sind wir doch wieder ein Stückchen weiter. Oh, das ist schon nicht mehr so gut hier. Kann das sein, dass man sich in der Arbeitsrüstung generell nicht gut bewegen kann? Rüstung ist ein bisschen schlechter, aber... Ah doch, physische Abwehr ist da schon besser. Noch geht's. Okay. Achso, wir können mal hier den Speckstein setzen. Vielleicht werden wir ja berufen, beim Feuerdämon zu helfen. Möglicherweise bin ich ja nur zu hoch, als dass mich einer tatsächlich hier noch ruft zum Feuerdämon. Zumal. Aber. Achso. Doch. Nee. Aber den benutze ich jetzt trotzdem mal. Ich habe gesagt, in dieser Folge machen wir den noch kaputt. Dann machen wir den noch kaputt. Mein Ruf ist natürlich verschwunden.
Hallo Freundchen. Okay, das können wir jetzt ja machen von der zweiten Variante Sassin nehmen uns. So, dass er hier wirklich bei jedem Schlag den Mumpel setzt. Ist ein bisschen nervig. Kollege, ich bin gerade noch dabei, mich zu heilen. Dankeschön. Hier mal in der Zwischenzeit ein bisschen den Bauch auf, während du Blödsinn machst. Ja, draufsetzen lassen wollte ich ihn jetzt eigentlich ursprünglich nicht. Counter wieder auf 0 setzen. Gut. Kommt ein bisschen Menschlichkeit, den Dämonenbeschleuniger. Juche, juche, jupla, bla, bla. 20.000 Seelen. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und können jetzt aber auch ohne weiteres das Verbindungszelt von vorne aufreißen. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Der Geier weiß, warum er jetzt gesprungen ist. Sie. Ein Fahrstuhl. Kelax-Sphäre. Ach, guck mal an. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, dann können wir, wenn wir schon mal hier sind, auch mal durchgucken, ob das jetzt unsere zweite oder dritte Begegnung mit Kirk gewesen ist. Denn wenn es die dritte war, liegt hier hinten jetzt... Ah, sie liegt nicht. Okay. Das heißt, es war die zweite Begegnung. Das wiederum bedeutet allerdings, dass ich erst nochmal wieder rauskriegen muss, wo denn die dritte genau ist. Dämonenruinen. Von wo war ich denn gekommen? Links, rechts, geradeaus. Und hier war ich gekommen. So, da ist nichts weiter. Ja, dann gehen wir mal hier lang weiter, ne? Gucken wir mal kurz. Ah. Jetzt sind wir wieder hier unten. Okay. Und wir haben ja tatsächlich die Möglichkeit, doch einfach wieder hier lang zu gehen. Ich weiß, ich habe gesagt, wir könnten jetzt halt von vorne aufziehen, aber ich möchte mich nicht mit dem Tausendfüßler anlegen. Erstmal. Eigentlich müssen wir die nicht jedes Mal kaputt machen. Die sind vor allem komplett ungefährlich. Aber... na gut. Okay, Ignoranz ist auch ein... Ich glaub's ja wohl kaum. Echt jetzt? Na, wenn dem so ist... Dann werde ich demnächst wohl doch wieder andersrum durch die laufen, weil ich habe keine Lust, nicht einmal im geringsten Dinge jedes Mal besiegen zu müssen. Weil wenn ich jetzt einfach an den vorbei renne, wird er ja aggressiv. Dann kommt jetzt wieder 15 hinterher.
Na gut, ich kann einfach an die vorbei. Ist ja schon Alters. Zack, und wenn man sich nicht treffen lässt, ist doch alles gut. Weil verfolgen kann er uns ja nicht, oder wird er uns ja nicht. Hi. Nerven würdet. So weiß ich. Wenn es gedroppt hätte sein können. So, darunter wollte ich dann jetzt nicht. Die schole ich mir noch und dann gucke ich mal, was da los ist. Nämlich hier hoch. So läuft er nicht mehr. Ist er nicht beschleunigt? Ist da eine Tür? Was sagst du mir? Pass auf Gegenstand. Okay. Kiste. Pyro, Chaos, Feuerpeitsche. Schön. Du bist keine Tür? Nein, du bist keine Tür. Alles klar. Weißt du das jetzt? Ich kann bei dem Titanit-Dämon da vorne unendlich viele Dämon-Titanite farmen? Ah. Ist das der Bosskampf hier? Tatsache, so. Oh ja, der ist nicht schön. Da bin ich eigentlich ein bisschen langsam für. Aber gut, da muss ich jetzt durch. Der Baumälteste. Chaoswesen von Nitzalit. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen hier, da bricht jetzt gleich so ein bisschen der Boden zusammen. Da muss ich echt mal schauen. Da muss ich durchstehen. Schön. Mann. Schaffen wir noch? Schaffen wir noch. Achso, und natürlich hier. Ist eigentlich wirklich kein schwerer Kampf. Man muss nur sehr, sehr gut aufpassen, dass man nicht in die Löcher fällt. Und was diese brechenden Flügelklauen auf einen einschlagen. Und das schon mal problematisch werden kann und letztendlich das Fenster dafür sorgt, dass man den daneben fällt. Aber es ist alles handelbar. So. Ach so, ich wollte ja hier abbiegen.
Der andere welche ist länger. Bei weitem. Ja, aber wie gesagt, wir lassen eigentlich keinen Boss aus. Wir überspringen nur erst einmal und holen uns das dann später. Ich glaube sogar, dass man möglicherweise so leer zurufen kann, um den das Vieh zu besiegen. Aber dafür müsste ich halt menschlich sein. Und ich habe keine Menschlichkeit. Doch, Moment, ich habe ja keine Menschlichkeit. Ich möchte aber seine Menschlichkeit nicht irgendwie opfern, indem ich sie halt benutze. Feststelle, okay, man kann Lolea doch nicht rufen und dann beim Baum verrecke. Das fände ich eher unschön. So, ah, da kommt der Blitz. Kommt der Blitz? Das klang erstmal so. Da müssen wir später eh noch umschauen. Jetzt geht es tatsächlich erstmal darum, das Vieh hier oben zu besiegen. Oh! Da hat man tatsächlich nur den Schleuner hergegeben. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob man tatsächlich da von vorne wieder anfangen muss, was das links und rechts kaputt schlagen angeht. Möglich ist das. Das werde ich jetzt aber dann gleich sehen. Ne, er hat schon einen Flügel, das heißt, jetzt muss ich erstmal nur nach links. Ich muss halt nur wirklich darauf achten, wo der den Boden kaputt macht. Muss ich hinterherlaufen? Kriegt er den zweiten Flügel. Einmal heilen. Was tun kann.
zu dir. Ich stehe auf. Und wir sehen, das ist auch nur ein Parasit. War es das? Wissen Sie da? Sieg über das Chaoswesen. Wir bekommen hier auch ein Leuchtfeuer. Das entzünden wir. Und damit haben wir jetzt alle Fürstenseelen, die wir benötigen. Um uns Richtung Gwyn zu bewegen. So, wir teleportieren, aber wir teleportieren nicht weit, nämlich nur in die zur Tochter des Abgrunds. Weil von da aus dann uns noch den Rest von Astrid angucken können, dann diesmal aus der richtigen Seite. Bevor wir uns dann irgendwann tatsächlich weiter begeben. Da muss ich auch mal schauen. Irgendwie kann man mit dir reden. Da muss ich auch einmal rauskriegen, wie. Moment, erstmal schauen. Kann ich hier noch. Ja, Kurativflamme wollte ich mir noch holen. Dankeschön. Wenn ich schon hier raste. Rastet. Rostet. Gib mir bitte. Das sollte reichen. Aufschreiben. Ich stelle die Kondition. Wir kommen vorwärts, wir kommen vorwärts. So. Ja, dann war es das mal wieder für die Folge. Wir haben mal wieder ein bisschen was geschafft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Staffel.